space cowboy. Yeah, some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing the wrong, doing your own. So, Dankeschön für die 50 Likes und damit ein herzliches Willkommen heute beim Drachen, Leute. Und mein Rosa ist tatsächlich aus den Haaren raus, bis auf ein paar wenige Stellen, wo es noch nicht ganz draußen ist, aber beim nächsten Mal Haare waschen ist es ganz draußen. Also kein großer Stress, die Haare sind wieder ganz normal braun. Woolbeat, ach ja, warum nicht? Skank Hunt, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Und Buffin, Dankeschön. Nee, Biffin, danke für die 50 Likes. Machen wir noch ein bisschen leiser. So, der Bass steht übrigens auf minus 9. Oder minus 8. Irgendwie sowas. 8 oder 9, glaube ich, steht er. Also minus. Gut. Ansonsten alles klar bei euch? Alle einen schönen Tag gehabt. Ich mache übrigens keine ganze Stunde heute. Schaffe ich heute nicht, zeitlich. Danke für die 50 Likes. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, Xell.
Marv Pellus, Dankeschön für 100 Barren. Marv Ellus, nicht Quellus. Dankeschön. Servus Hagen. Sestern, alles klar? Immer. Schlechten Menschen geht's doch immer gut. Habe heute sogar schon einiges an Let's Plays geschafft aufzunehmen. Ich habe heute schon Crysis 2 auf... Ups! Ich habe schon Crysis 2 heute aufgenommen. Ich habe schon... Moment. Ich habe schon Crysis 2 aufgenommen. Ich habe drei Parts von Hunter aufgenommen. Ich habe... was habe ich noch aufgenommen? Das Fischerspiel wollte ich noch aufnehmen, habe ich nicht ganz geschafft, leider. Kamokare, dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Grazie fürs Abonnieren. Merci. Mal merci nicht für dich. Wie auch immer. Vielen Dank. Ja, und ich war heute sogar schon laufen. Aktivrennen. Fischen ist Mord. Virtuelles Fischen nicht. Wann nimmst du mal wieder Gast? Was habt ihr zur Zeit immer mit Gast, Leute? Kapier ich nicht. Ich nehme Gast, wenn ich will. So wie immer. Jojoba. Was? Jojoba. Okay. Keine Ahnung, was das heißen soll. Heute ab 5 Uhr geht's auf den Kopf. Was? Besteht diesen Monat die Chance? Das weiß ich nicht. Das entscheide ich spontan. So wie immer. Ich mache das jetzt. Leute, ich streame jetzt seit 5 Jahren. Oder seit 4 Jahren. Und es sind jetzt 4 Jahre, dass ich streame. Und in diesen 4 Jahren. Ne, Quatsch, es sind 3 Jahre. 3 Jahre. Es sind jetzt 3 Jahre, in denen ich streame. Ist ja völlig egal, wie lange. Ich streame auf jeden Fall schon mehrere Jahre. Und ihr solltet eigentlich das langsam wissen, wie das funktioniert. Hä? Ich habe doch noch nie Gäste genommen. Noch nie aktiv zumindest. 3 Jahre sind es, genau. 2015 habe ich angefangen. Letzten Monat 2015. Hau die 5 Euro gut auf den Kopf, Digga. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung. Bekommst du die ganzen 4,59? Ich habe schon 1 Milliarde mal gesagt, ich rede nicht über Geld, weil es keinem was angeht. Außerdem weiß ich selber nicht, weil ich nicht nachgeschaut habe. Ich habe den Vertrag jetzt nicht im Kopf, Leute. Und selbst wenn ich es hätte, es geht niemandem was an. Und die Looney Tunes und DuckTales. Ich wollte reisen wie Pfeifel um die Welt wie Willy Fogg. Ah, ich habe übrigens gestern für die Leute, die sich auf der Junge des Wolfes freuen, die Drachenbaden-Geschichte, ich habe die zweite Folge soweit aufgenommen, soweit bearbeitet und aufgenommen heute Nacht. Also gestern Nacht, auch heute Nacht. Jedenfalls ist alles soweit vorbereitet. Ich muss nur noch das Video fertig machen, die Effekte reinschneiden von den Tier-Sounds oder von den anderen Geräuschen. Und das alles schön zusammenschneiden und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bin neu hier. Sorry. Ist okay. Vanessa, dankeschön für 50 Likes und vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool. Grazie. Prost auf die guten alten Zeiten. So, Princess, dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Quatsch. Vielen lieben Dank für die 400 Likes, nicht fürs Abonnieren. Bin schon ganz bescheuert. So, was hältst du von AfD? Rainer habe ja jetzt 17,5%. Hä?
Was hat 15, was hat 17% und was? Check ich nicht. Tun wir mal so, als würde ich nicht wissen, wovon du redest. Erklär mal bitte. Wann kommt Let's Music? Metzucht. Kam da nicht erst eine Folge? Habe ich die erste jetzt schon hochgeladen? Mal kurz nachspicken. Dann und Prost auf die guten alten Zeiten. Habe ich jetzt keine Folge hochgeladen? Butterschwan, Dankeschön. Ich will da immer Butterschwein lesen. Ich weiß gar nicht warum. Vielen lieben Dank, Butterschwan, für 400 Likes. Heute dein Abo-Chat. Ja, heute ein Abo-Chat. Und ich denke, wir werden das in Zukunft auch so machen, dass wir den Abo-Chat öfter anlassen. Weil ich habe die Schnauze schon wieder voll von diesem ganzen Gedöns im Normal-Chat. Das ist ja auch nachvollziehbar, glaube ich. Die Let's Plays gehen ganz schön hoch, ey. Okay, ich habe keine Folge hochgeladen. Ich kümmere mich nach dem Stream drum. Ich dachte eigentlich, ich habe schon eine Folge hochgeladen. Die sind auf jeden Fall fertig bearbeitet schon. Die letzten Musics müssten morgen kommen. Heute vielleicht noch eine zeitlich. Schaffe ich zeitlich vielleicht sogar. Die sind nicht so groß, so lang. Aber ich kann die mal kurz konvertieren, dann sind sie noch ein bisschen kleiner. Illusionen. Dort, wo Träume wohnen, ins Reich der Fantasie. In Zeiten ein Geheimnis, und da kann man erleben in einem schönen Traum. So. Das sollte eigentlich recht einfach funktionieren. Okay. Ach so. Ich muss auch auswählen, wo ich hinwählen, wo ich ihn hinspeichern will. So, Let's Music, fertiger Ordner, clean Ordner. Was die Leute von mir denken, ist mir so egal. Ich gehe ins Geschäft, schon fast eine Stunde vor dem Obst, egal. Ich nehme mir die Zeit, nein, ich bin nicht auf die Hülle. So, jetzt hat ich genieße nur den Moment, den ich eben gerade erlebe. Bin der Letzte auf der Party und der Erste, der dann geht. Du siehst, ich gebe mir die Rosinen aus dem Kuchen. Ich finde das beste Stück, genieße jeden Bissen und schiebe mir mehreren Teller zurück. Wie kann es sein, dass wenn die Ärzte zu uns sagen, wir sollen. Es ist halt immer blöd für die Leute, die dann abonnieren müssen zum Schreiben. Mjölnir tut mir da zum Beispiel leid oder auch Golden Mirror oder einige andere auch. Aber es, oder auch Pixel, aber es ist halt blöd, weil es geht halt nicht anders teilweise. Es ist halt echt schade. Finde ich sehr, sehr schade. Kannst du mal Merch grüßen? Was soll ich grüßen? Merch? Darf ich mich verlesen, oder? Schon der Michael? Darf ich mich 100% verlesen? Jeden Moment, und das schöne Leben anscheinend. Das ist Dame, ja. Ich überlege aber gerade, ich will gerade ein anderes Lied spielen. Irgendwas Schönes am besten. Wir können auch einfach das machen. Butterschwan, Dankeschön fürs zweite Mal 400 Likes. Dankeschön für deine Unterstützung. Sau cool von dir. Muss ich den Bass dann doch mal ein bisschen höher drehen. Zumindest minimal. Auf 9 war ich sogar. Wenn der Bass zu arg ist, sagt's bitte. Oh,
Was ist mit den Pflanzen geworden, die aus den Pflanzen geworden, die du gepflanzt hast? Die habe ich gepflanzt. Die gibt's klar noch. Ach, ist der Bass schon. Eine Zeile weg und nimmt das einen Ball weg. Sagen wir, bist du es? Marcel soll ich grüßen, jetzt soll er. Grüß dir, Marcel. Grüß. Dein Musikgeschmack ist gewöhnungsbedürftig. Alle Querpays. Ja, schon. Das ist halt so meine Jugend gewesen, das Zeug hier. Zum Thema gewöhnungsbedürftiger Geschmack. Ach so, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ach stopp, warte, das ist live, das will ich nicht live haben. Ich will das Normales haben hier. Jazz. Unglaublich geile Musik. Valero, was? Valerio, dankeschön. Für 50 Barren. Quatsch. Für 50 Likes, Entschuldigung. Bin schon wieder so verpeilt heute. Dann muss ich gespannt sein. Wie findest du Michael Jackson? Mega. Er hat richtig gute Lieder gemacht. Überliest du mich? Ich habe von dir keine Nachrichten bekommen. Die letzte Nachricht von dir ist Sess Rainer, alles klar. Moment. Das war so ziemlich die letzte Nachricht, die ich von dir habe. Überliest du mich? Guter Mann. Michael Jackson war klasse. Larry soll ich grüßen. Ich denke, Jazz ist für die meisten von euch nichts, oder? Was hältst du von Alexander Markus? Was? Wen? Patrick, dankeschön für 50 Likes. Larry, was? So, wo ist denn jetzt der nächste? Das ist für euch wahrscheinlich hier nichts gerade. Gehe ich mal von aus zumindest. Ich meine, das ist auch nicht schlecht natürlich, ne? Fettes Brot war auch nicht schlecht damals. Jetzt entspannt, alles gut. Der macht grenzwertigen Schlager-Pop. Alexander Markus heißt der, okay. Aber mir ging gar nichts. Gerade mal ausverkauft. Und, hat irgendjemand Karten von euch? Guck dir das immer bitte an. Scheiße. Also kann man die Affen nach Hause gehen. Würde mich interessieren, ob das jemand kennt. Weil du ja nie duschen gehst. Und wie habe ich die Farbe rausgewaschen? Rote Haare.
Ich habe noch ein paar rote Flecken drinnen, die noch nicht rausgegangen sind. Aber ansonsten sind meine Haare wieder Normalfarbe, du Vogel. Oh Mann. Dass die Leute immer beleidigen müssen, verstehe ich nicht. Elektriker kenne ich tatsächlich. Das ist der gleiche, oder was? Okay, Elektriker kenne ich auch. Habe ich aber auch schon mit Streamer gespielt, ein paar Mal. Schön, dass du mit Regenwasser duscht. Natürlich, klar. Wasser sparen, Alter. Das glaubt jetzt gleich jeder. Vor allem Regenwasser. Bei dem Wetter. Geht. Reicht. Läuft. Danke ist auf jeden Fall witzig. Bei uns hat es gerade geregnet. Echt? Ich glaube, es nieselt ein bisschen. Das ist nicht das Richtige. Ja, machen wir das mal an. Wenn ihr es euch unbedingt wünscht. Es ist, so ein dummer Ohrwurm-Song, ey. Schade, dass du. Was, schade, dass Deutschland so früh rausgeflogen ist. Was? Leider nicht zu diesem Public. Was für Public Viewing? Es gab nie ein Public Viewing, wenn du das bei mir meinst. Wenn man auf so eine dumme Idee auch nur kommen kann, dass ich sowas machen würde, ey. Kopfschuss. Wir müssen aufpassen. Elektriker, ich habe das. Elektriker, Elektriker. Hier unterschreiben bitte. Klar ist es das. Das habe ich schon mitgekriegt. Kenn den Song ja. Das ist der größte Mist. Schade, dass es mir rumgeht ist. Ja, für mich ist das nichts. Ich habe das Elektriker, Elektriker. Hier müssen wir aufpassen. Elektriker, ich habe das Elektriker, Elektriker. Hier unterschreiben bitte. Das ist so ein dummer Song, ey. Das Video dazu ist so random, komplett unnötig. Okay, hatte das irgendwo ein Bild aus Twitter? Ja, glaub doch so einen Schwachsinn nicht. Wenn ich auf YouTube kein Video dazu mache, auf meinem Hauptkanal, auf dem Original, dann ist es Blödsinn. Das ist doch normal, das weiß man doch. Butterschwan, Dankeschön für 100 Barren und vielen Dank für deine Unterstützung. Grazie. Es geht ein Edzard ab. Ach, das ist so dumm. Oh Mann. Das ist immer so ewig dauern in dem Video, ey. So, Wunsch, was würdest du RBS einen
Eine Niere spenden. Ja, garantiert. Das ist so ein dummer Song, ey, ohne Scheiß. Hundi? Oliver, dankeschön für 50 Schlachs. Was wollt ihr mit Hundi? So, ich spiele noch ungefähr 5 Lieder. Sagen wir mal lieber 3 Lieder erst einmal. Weiß nicht, ob ich es zeitlich dann schaffe. Muss bis 19 Uhr weg sein. So, der Song heißt so. Was? Song. Achso, der Song heißt so. Nee, ich spiele jetzt kein Ding mehr. Ach, von dem der Elektriker gemacht hat. Was? Das ist auch ein geiler Song, ganz ehrlich. Ich bin eigentlich kein Fan von Französisch, aber der Song ist echt gut. Wobei der hier ist besser. Ja, der ist besser. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du hast jetzt ernsthaft einen Nazi begrüßt. Martin, dankeschön. Ab in den Süden. Das ist doch die Windmühle der. Ja, weißt du, wie die Windmühle-Toleranz funktioniert? Sie haut Nazis aus dem Stream raus, weil ich sowas nicht ausstehen kann. Was ich noch immer noch nicht gemerkt habe, ich bin extrem gegen Rassismus und gegen Nationalsozialismus. Ich kann es nicht ausstehen. Generell Diskriminierung finde ich absolut unter aller Sau. Geh die Party und die Party geht ab. Ab in den Süden. Ayo, was geht? Danke, Daniel. Ayo, was geht? Oh, ich bin müde. Wenn du die Leute bannst, also Abonnenten, dann ist auch das Abo für dich weg? Fragezeichen. Weiß ich nicht. Du meinst die Kohle vermutlich, ne? Das Abo ist klar weg.
Aber für mich ist das Abo ja nicht weg, weil das ist ja dann ihr Abo. Aber was mit der Kohle ist, das weiß ich nicht. Zweiter Song, ich, wie gesagt, drei wollte ich jetzt spielen, vielleicht spiele ich noch vier, also jetzt noch drei. Es wird alles drunter und drüber gegangen, ich habe vier aufgenommen für die Let's Plays. Zelda muss ich unbedingt aufnehmen, ey, das schiebe ich schon wieder die ganze Woche von mir hin, ey. Das riecht mich schon wieder auf. Baby sweat. Ablali, danke fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Ich habe schon fast vergessen, den Satz zu sagen. The window in our reach and all. The windy baby cleans. Ich war noch nie eine Nazi-Sau, mal abgesehen davon ist dieses Bild nicht meine richtige Glatze. Da sind die Haare schon wieder nachgewachsen. Und ein oranges Shirt heißt überhaupt nichts. Es ist einfach nur ein oranges Shirt. Ey, ohne Scheiß, dieser Bullshit immer manchmal, ne? Sind Let's Plays generell noch stark auf YouTube? Habe ich so etwas vor Jahren geschaut, aber Twitter hat es komplett abgelöst. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Die Let's Plays mache ich nicht, um Kohle zu machen oder um irgendwie bekannt zu werden, sondern ich benutze die Let's Plays zum Zocken und weil ich Bock drauf habe. Let's Play ist ein kompletter Fun-Projekt. Mean Baby Clean. Nothing, let's do it, nothing, do it. Iblali, du darfst auch nicht spammen, genauso wie jeder andere. Spammen ist für jeden verboten, egal wie groß der YouTuber ist. Bin gar nicht mehr so früher auf Twitter. Schau YouTube oder mittlerweile nichts mehr. Was? Nixer? Nee, Mixer. Mixer? Was ist denn Mixer? You and me, baby clean, nothing, nothing, ocean, let's do it, I can do it, I'll have a return, oh. Baby clean, nothing, nothing, ocean, let's do it, I'll have a return, oh. Mixer ist die Streaming-Plattform von Microsoft. Was? Microsoft hat eine Streamplattform. Gleich mal hingehen und einmal alles erobern. Mixer ist auch so wie Twitch oder aber von Microsoft. Achso. Ist richtig gut, aber Deutsche sind dort kaum. Alright. Keep on rolling, partner. Kann ja natürlich mal ein paar englische Abos abstauben. Konntest,
Genau, weil es auch hinhauen würde. Konntest du dir irgendwann vorstellen, einen Gast zu nehmen? Breakfast, ich sag's dir jetzt ein letztes Mal. Wenn ich Gäste nehmen will, dann tue ich es. Und wenn du mir ein bisschen auf den Zeiger gehst, dann bist du der letzte allerletzten, den ich nehmen würde. Weil ich kann's nicht ausstehen, wenn man mich zu irgendwas zwingen will. Das packe ich auf den Tod nicht. Ganz ehrlich, sowas ist mir absolut zuwider. Temple of Love von Enigma. Guter Song. Ja, stimmt leider. Schade, doch keine Eroberung. Enigma ist richtig geil. Aber leider kann ich den nicht aufdrehen, wie ich es möchte, weil sonst hört ihr wieder nichts. Ich höre den Bass, weil es sehr basslastig ist, Enigma. Ist ja nicht böse gemeint. Ja, aber ich habe es jetzt zum dritten Mal oder zum vierten Mal schon gesagt. Du hast gestern schon gefragt und vorgestern glaube ich auch schon und heute auch schon zum dritten Mal jetzt. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach mal akzeptieren kann. Wenn du Gäste möchtest, dann geh halt bei anderen Leuten Gäste oder mach einen eigenen Stream und nimm Gäste. Zwing dich doch keiner hier zu schauen. Mich nervt sowas einfach auf Dauer. Du bist Abonnent und ich respektiere das und ich finde es schön, dass du mich unterstützen möchtest, aber mir geht es tierisch auf den Zeiger. Ich warte aber auch schon seit 4 Wochen. Andere warten seit einem Jahr. Ich nehme so gut wie nie Gäste. Das ist bei mir aber bekannt, das weiß jeder. Da fällt mir gerade was ein, ich wollte noch was gucken, Sekunde. Fällt mir gerade so ein. Leute haben deabonniert auf meinem Hauptkanal. Waren das schon alle Hater, die deabonnieren? Bin gespannt. Es sind schon 300 weniger. Das noch nicht. Ab wann geht denn das wieder? Am 18. Oder in 7 Tagen. Na gut. Krieg ich wenigstens einen Vorteil, wenn ich dich derweil in Ruhe lasse und beim nächsten Mal dann? Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann fliegst du, ganz einfach. Da gibt es kein Wenn und Aber, ich lasse mich nicht bedrohen. Und ich lasse mich auch nicht irgendwie, bestechen oder sonst was. Und ich werde auch niemanden bestechen. Nein, du kriegst keinen Vorteil dadurch, aber wenn du mich nicht damit in Ruhe lässt, fliegst du raus. Das ist jetzt die allerletzte Warnung. Ich denke auch, da wäre nicht schon groß Kindergarten für Mixer. Dankeschön für 400 Likes. Was? Ich denke auch, da wäre nicht so ein großer Kindergarten. Ja, das bleibt abzuwarten. Ich habe dich auch 3-mal gebeten oder 4-mal nur im heutigen Stream es zu lassen. Es war auch nur eine Bitte. Wenn du es nicht lässt, dann hast du deine Konsequenzen damit zu tragen, genauso wie der andere. Sei froh, dass du nicht schon längst geflogen bist. Andere wären schon lang geflogen. Schaust du dir Mixer mal an? Überlege ich mir irgendwann mal. Was ich mir anschauen wollte, Gusti, dankeschön für die, was waren das, 50 Likes? Und Servus Gusti, auch mal wieder da. Hi. Ich wollte mir das Programm noch anschauen, mit dem diese Animationen gemacht wurden.
So. Gut. Einen letzten Song spiele ich noch, Leute. WTF. Einen letzten Song spiele ich noch und dann gehe ich offline. Wie ich schon gesagt habe am Anfang vom Stream, ich muss heute ein bisschen früher gehen. Ah, ich weiß, was wir machen. Ah, ich habe übrigens rausgefunden, es gibt tatsächlich ein Original zu dem Lied Sag Nein zu Mobbing. Und zwar scheint es von Funky Red zu sein. Beziehungsweise, es ist bei Funky Red hochgeladen, ich weiß nicht, ob das der Original ist. Ist auf jeden Fall richtig cool. Okay, dann eine andere Sache. Wieso kann man, was kann, wieso kommt nicht mehr vier Drachen und der Metal? So, jetzt reicht's. Das war jetzt der Tropfen, der fast zum Überlaufen bringen hat. Wenn du hier unbedingt belästigen willst, dann lass es woanders. Ganz ehrlich, das muss ja nicht sein. Also ich habe mir jetzt echt oft genug gewarnt, glaube ich, oder? Mach dir das mal klar, ist das denn immer noch Spaß? Ist das immer noch witzig, wenn es den tief trifft? Nein, das ist es nicht, ich sage dir, dass du was mies ist. Wenn die Liebe ihn verlässt, ist das... Ah, er kann sich echt nicht beschweren, ich habe mir jetzt mehr als einmal gewarnt. Nö, nee, Benedikt nimmt mich wenigstens Gast. Ja, dann geh zu Benedikt und nerv den. Sorry, ich weiß es nicht. An seiner letzten Aussage, nicht seiner Frage. Seine letzte Aussage, Benedikt offiziell, was ein Hater ist, nimmt mich wenigstens Gast. Ich habe ihm jetzt 100-mal gesagt, er soll mich mit diesem scheiß Gast nicht nerven. Nein, nicht den Menschen bekriegen. Sag nein, sag nein von der Liebe. Das ist der Bibel, ja. Ich meine, der Typ geht mir sonst wo vorbei, aber es muss einfach nicht sein. Der hat jetzt 100 Milliarden Mal mit seinem scheiß Gast genervt. Ich hab's jetzt 100 Mal gesagt, er soll es lassen und er lässt es nicht selber schuld. Das sehe ich echt nicht rein. 18 Grad haben wir gerade. Ich habe von Benedikt fast nichts geschaut, nur das bisschen, was ich durch Kumpels und Freunde mitbekommen habe. Und selbst das eigentlich nicht so aktiv. Wenn es jemand lustig findet, bitteschön, das ist nicht mein Bier. Das ist genau das, was ich meine. Danke Matthias für die 500 Baren, vielen Dank für deine Unterstützung. Das ist aber genau das, was ich meine. Wenn mich was nicht interessiert, mich, dann schaue ich es nicht an. Aber... Oder wenn ich irgendwas fremdschämend finde, dann schaue ich es auch nicht an. Ganz einfach. Aber ich verstehe nicht, was das soll, was es bringen soll. Also... Ich war dann im Stream, war vor meiner Juniorzeit. Hast dann wirklich viel verpasst. Wie gesagt, das Wenige, was ich mitbekommen habe, war irgendwie der Crap. Christel, Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Moin Drache, wie geht's? Dankeschön, mir geht's gut. Hoffe dir auch, Lil. Okay. Was?
wie gesagt, ich habe mich da nicht bloß mit beschäftigt. Wir haben zwar im Teamspeak auch öfter mal damals als Gruppe diskutiert, ob der jetzt echt ist oder nicht. Ich habe da nur mich nebenbei beteiligt, während ich gezockt habe. Weil ich ja nicht so mitgekriegt habe. Weil ich ihn halt selber nicht verfolgt habe. Das ist alles. Salt 9. Sondern gibt's so viele. So, Tiffy hat 50 Likes da, 50 Barren rausgehauen. Vielen, vielen lieben Dank. Da hast du aber den Like-Barren die Prügel rausgeschmissen. Sau coole Aktion. So, danke fürs Zuschauen, Leute. Damit an dieser Stelle. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Dabeisein. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream auch wieder mit dabei, wann auch immer der ist. Weiß ich ja vorher nie. Und ansonsten wünsche ich euch allen auch noch schönen Tag und ich muss mich heute noch dran machen, die ganzen Videos zu bearbeiten. Und außerdem habe ich jetzt noch was vor. Hauen Sie, euer Drache. Ciao. Boah, ich kann nicht mehr richtig sprechen. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen